Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal ganz kurz hier bei ActoWolle, wie ihr die neuen Waffen bekommt. Dazu müsst ihr natürlich zu eurer Agentur auf jeden Fall gehen und dann natürlich auch zu eurer Waffenkammer und dann geht ihr hier zu LeMar, drückt natürlich dann E. Und da, also wenn ihr auf PC spielt, ich weiß nicht genau, was ihr drückt, wenn ihr auf Konsole spielt, dann geht ihr erstmal zu Pistolen, sucht euch hier erstmal ein bisschen weiter runter und hier habt ihr auch schon den Elektroschocker. Den könnt ihr hiermit dann natürlich auch kaufen. Könnt ihr dann noch ein bisschen die Farbe einstellen. Oh, schönes Lila. Lila ist, glaube ich, auch am billigsten. Ach nee, ist nicht am billigsten, schade. So, wir nehmen einfach mal schön. Wollen wir Lila nehmen? Nee. Ich glaube, das Rot sieht auch. Ich weiß nicht. Das muss auf jeden Fall Panne aussehen, das Teil, ne? Eigentlich sieht Lila am Pannesten aus, aber ich glaube, ich nehme den Gold. Goldfarben, so. Dann ich auf jeden Fall schon mal Elektroschock. Ansonsten könnt ihr auch nichts einstellen. Und dann gibt es auch noch die andere Waffe, die ist bei schwere Waffen. Und zwar ist das der Kompakt-EMP-Werfer. Den kann ich ja natürlich auch noch kaufen und den kann ich hier noch auch ein bisschen die Farbe einfach noch so wechseln. Ansonsten kann ich da eigentlich auch nichts machen. Aber in Lila sieht er auch mal wieder. Sieht pink, lila, warum nicht? Ich glaube, ich nehme einfach auch in Platin wieder auch okay, ne? Platin, Gold, Gold, Platin. Ich glaube, erstmal noch ein paar Raketen kaufen. Oh, jetzt ist schon voll, okay. Platin, Gold. Ich glaube, ich nehme Gold. Gold, okay. Das war's auch schon. Diese Waffen könnt ihr halt nur hier kaufen. Und eine könnt ihr halt noch im Ammunition Shop kaufen. Dahin fahre ich jetzt natürlich auch noch mal kurz hin, um euch nochmal zu zeigen, wo ihr die dann natürlich auch kaufen könnt. Die letzte neue Waffe, die ihr jetzt noch kaufen könnt, ist nämlich hier ganz oben schön versteckt, nämlich das schwere Gewehr. Das könnt ihr auch nochmal kaufen für circa fast eine halbe Million. Easy going. Dann kann ich hier ein bisschen Standard natürlich, größeres Magazin. Dann kann ich noch Zielrohr natürlich, taktisches Licht, viel Leiter und Schalldämpfer. Ich kann auch nee, jetzt keinen Schalldämpfer. Gut, ich nehme aber keinen Schalldämpfer. Schönen Griff. Okay, das kann ich natürlich nicht nehmen. Schwarz. Irgendwas schön in Lila wieder. Aber ich habe schon einige Waffen in Lila, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe es ja offen, oder? Ich zu Platin oder wieder in Gold. Ich glaube, diesmal nehme ich in Lila. Komm, zack, Lila. Zack, okay. Ansonsten, was ihr wirklich groß mit den Waffen machen könnt, naja, nicht so wirklich, glaube ich, riesig viel. Ich nutze auch eher zum Schießen, glaube ich, werde jetzt nicht das schwere Gewehr weg. Ich nehme immer halt das Gefechts-MG. Das ist eigentlich recht nice und damit kann man eigentlich immer recht gut rumballern. Und die Waffen, naja, ja, ja. Ist halt ein Taser, ne? So, hier, Taser. Boom. Das Hand mit Weg-Taser oben rechts sieht man auch, das dauert super lange zum Aufladen. Und die EMP-Waffe ist, glaube ich, recht gut für NPC-Ziele. Ich glaube, zum PvP, also Player vs. Player, eher weniger. Hier kann ich natürlich das Bam. Ja, wir laufen hier weg und jemand fällt halt. Okay, steht wieder auf. Geil. Also macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Der EMP-Kompaktwerfer, den man hier links findet, also auch wo die ganzen anderen hier sind, die ganzen Granatwerfer und so weiter. Ja, damit kann ich halt ein Auto kurz lahmlegen. So, ich meine, hier guckt man eben kurz. Bam. Dann steht er halt kurz. Dann könnt ihr halt quasi hingehen und sagen, gut, ich nehme ich jetzt mit. Steig aus. Wollte ich fast so mitnehmen. Das ist, glaube ich, halt auch, wenn man Mission spielt, recht angenehm, aber ansonsten glaube ich auch für PvP weniger. Vielleicht ist es mit anderen Spielen ein bisschen lustiger zu machen, aber ansonsten auch glaube ich eher weniger, dass das wirklich viel Sinn macht. Da gibt es zum Beispiel immer noch die Alien-Waffe, die natürlich deutlich lustiger ist. Die auch deutlich mehr Spaß macht, also. Die macht natürlich auch noch ein bisschen mehr Bock. Das Gewehrbau ist glaube ich nicht wirklich auszuprobieren. Wie gesagt, ich nutze ja immer noch das schwere Gefecht im G, da habe ich halt immer noch ein bisschen mehr Bock zu. Daher, yay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne natürlich meinen Kanal abonnieren. Natürlich auch gerne die Glocke aktivieren. Wenn ihr gar keinen Bock habt, dann lasst es auf jeden Fall einfach mal sein. Ich wünsche natürlich allen noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten GTA-Video. Beziehungsweise auch heute Abend gibt es natürlich auch noch einen Livestream von mir. Guckt dann natürlich gerne rein, wenn ihr gerade Bock dazu habt oder auch gerade Zeit dazu habt. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Auf Wiedersehen, sagt hier der ActoWolle. Tschüss.